Kreativität lässt Dinge leben. Planung sorgt für einen Puls. Kommunikation verknüpft beides. Damit hast du den Kern deines Projektes. Um deine Mission anzugehen, brauchst du mehrere Gruppen. Und du als Projektleiter koordinierst, organisierst, delegierst, planst und kontrollierst. So, erstmal braucht dein Baby einen Namen. Cloudbrain, Brainbox, Sparkmind, Mindstage. Ah, Mindstage! Damit ist der Stein ins Rollen gebracht. Währenddessen erstellst du einen Zeitplan, setzt Meilensteine und wie sieht es eigentlich mit dem Budget aus? Kannst du dir die Hilfsmittel leisten? Wer bezahlt das Material? Die Sponsorensuche läuft. Jedes Team entwickelt Stück für Stück Konzepte, Grafiken, Zeugs. Erste Erfolge zeigen sich. Es wird gearbeitet, entwickelt, gedacht, vergessen, nachgefragt, gearbeitet, konzipiert, entwickelt, gedruckt, gearbeitet, gegessen, geschlafen, gearbeitet, gegessen, geschlafen, gearbeitet, gegessen, geschlafen, gearbeitet, gegessen. Zwischenpräsentation! Also guten Tag. Der Stand der Dinge ist, eigentlich. Müssen wir mal schauen. Aber schnell, hatten Sie nicht Mittwoch gesagt? Aber... Die Location ist übrigens nicht verfügbar. Oh. Alles klar, du musst umdenken. Okay, das Marketing klärt die angepassten Kosten. Und ihr geht das Budget durch und streicht, was geht. Hat jemand Ideen für, sind die Werbemittel da? Du strukturierst um. Horst geht, Thomas kommt. Jetzt arbeitet jeder 24/7. Plötzlich springt dein Hauptsponsor ab. Es ist Redaktionsschluss in der Pressestelle. Die Druckerei ist überflutet. Dein Manager ruft an. Oh Gott, das schaffen wir niemals. Game over. Ehrlich? Du gibst auf? Na dann erklär das mal dem Kunden. Nein, du stellst es auf die Beine. Mit vereinten Kräften ist es machbar. Mit letzter Motivation vereinst du alle Ergebnisse. Du hast es geschafft. Das ist dein Projekt. Wow!